Hey Leute, was geht? Im nächsten Video werdet ihr jetzt sehen, wie wir bei uns in der Base uns oben auf die Burg verbarrikadiert haben und auf ein paar Leute warten, die versuchen, ihr Feuerwehrauto wiederzuholen, was wir gerade von denen geklaut haben, weil sie uns angegriffen haben im Industrial-Loot. Und ja, wir haben ihr Feuerwehrauto geklaut, denn weil sie halt unser SUV kaputt gemacht haben und den wollten sie sich wiederholen. Und ich hatte zwar nur eine halbe Stunde Zeit, aber das habe ich einfach mal aufgenommen und das könnt ihr euch jetzt einfach mal anschauen. Und ich würde einfach mal sagen, viel Spaß beim Video und haut ihr rein, Leute. Hast du eine PKM? Also, nur mal jetzt noch zur Anmerkung, ich nehme gerade auf, ja. Wir haben Scarlet Fusion gerade in deinem Industriegebiet getötet, ja. 5 Minuten vom Serverbestart. Wenn er jetzt in den nächsten 20 Minuten hier irgendwo auftaucht mit Eskimo Joe, dann müssen die porten. Die brauchen mindestens für Fuß eine halbe Stunde hoch. Müssen der zu ihrem Lager? Die leben ja noch. Ja. Schwarzer Wolf und so, die werden jetzt hier gleich auftauchen, aber. Du da Eskimo Joe nicht. Leg dich mal hin und guck mit Third Person. Weil du bist so Schussfläche von da direkt den Kopf. Ja, ich zieh die auch mit der PKP dahin. Wenn einer kommt, ja, aber du musst halt so im Kopf dahinter bleiben. Zum Beispiel, er muss weiter rechts immer gut. Da links. Kann bei der Feuerwehr durch die Wand gucken. Wo hast du einen ekligen Skin, Chris? Ja, so meinen alten Nigger-Skin hat er. Mit der Mütze. Gib mir mal was zu essen, meins blinkt. Nee, sorry, mein Essen liegt irgendwo, lag irgendwo in Dalno. Ich glaube nicht mehr, dass sie meine Leiche überhaupt gelootet haben. Wo bist du denn? Bist du die Frau? Ja, ich bin die Frau. Komisch. Kann ich solche in der Backpack tun? Hm. Warum nimmst du mal Frauenskin? Die sehen scheiße aus. Weiß ich auch nicht. Fällt mein Verlauf. Hast du übrigens das einer gerade unten am Eingang so, falls da einer reinkommt? Mit deiner M4. Du musst dich da einfach bloß hinlegen und wenn einer reinkommt, wegknallen. Mach ich ja. Ich leg mich so hin, dass ich den letzten Zipfel bei der Treppe im Blick habe. Das hab ich letztens gemacht, da kannst du total kacke rumgucken, aber man sieht hier recht schnell. Und ich habe dann noch den kleinen Turm im Blick und mich kann man nirgendwo aus dem Wald raussnipen. Was ich komisch finde, ist, dass der mit der Markerov, das ist ja total dämlich, wenn die jetzt hinkommen würden. Warum die anderen nichts zu verlieren jetzt so? Ja. Warum hat der eine PKP? Weil ich nicht meinen DMRs raushole? Hey, ist doch jetzt total unwichtig. Konzentriert euch und quatscht nicht über irgendwelche PKPs.
Wer läuft nachher zur Feuerwehr? Keiner Einlass, von uns. Einlass bei der Feuerwehr. Bisschen ab. Sitzt drin. Fahren kann er nicht, greifen wir es weg. Ist tot. Geh mal von meinem Zipfel weg! Von meinem Zipfel weg! Brauch wieder meine Deckung. Steppt oben wer? Ja. Ja, wir steppen alle oben. Okay. Mal da die Feuerwehr ausstellen? Ne, jetzt, jetzt nicht. Oder? Nein, das ist der Feuerwehr. Jan? Ja, der wollte wegfahren. Ist doch logisch. Ja. Soll ich den mal eben darstellen? Wer ist denn unten? Ich bin unten. Gehst du mal schnell, wir geben die Deckung. Jo. Kann mal einer hinten scouten, hinter der Burg? Ich bin dabei. Aber da ist doch was ausgebaut, also der kann doch damit gar nicht fahren. Ist ja egal, aber sie soll aus, Tonnerv. Einfach einsteigen, aussteigen, wieder reingehen. Also ein Reifen fehlt auf jeden Fall, damit kann man ja nicht mehr fahren. Oh, den hab ich ja gekriegt, sehe ich gerade. Ja. Ja. Also ein schwarzer Wolf war's. Hm. Viel Spaß. Gott, ey. Gleich mein Tausender wieder Venus. Jetzt werde ich wieder Bandit, Mann. Ich gehe vom Bandit Level, fast Level 2, gehe ich wieder auf Hero. Jetzt gehe ich wieder zu Bandit hin, oder was? Ich habe ihn rausgeschossen, hätte ich nur verbluten lassen müssen. Warum soll ich ihn verbluten lassen? Ich? Hatte eh einen Beinbruch. Ich hätte ihn aber auch, ich hatte auch gerade auf ihn gezielt gehabt und er ist umgekippt. Jeder, der draußen ist, ist ein Feind. Schießen, nicht mehr fragen. Liegt da was rum, das nervt. Entschuldigung. So, du bist das. Guck halt. Als ob er ist wieder gespawnt, ja. Ja. Kann ja mal einer fragen, wie lange, wie oft er jetzt kommen will? Kann, dazu schreibst du noch, also wir sind bis 4 Uhr nachts da. Wir haben Zeit. Ich würde es nicht schreiben, dass wir bis 4 Uhr nachts da sind, weil dann kommt er um 4 Uhr nachts und holt sich dann seine Feuerwehr. Ja, dann bin ich bis 8 Uhr da. Jetzt kommt zu lange, als notwendig ist. Bisschen zu Not. Zur Not, wenn er mit dem Ding irgendwie losfahren sollte, dann habe ich noch eine Granate. Ja, schaut es dann gleich noch mit den beiden Helis, die da stehen. Aufgefallen, dass wenn hier eine Granate reinfliegt, dass das ganze Lager an sich hochgehen würde. Ja. Da würden die Feuerwehren durch die Explosion wahrscheinlich noch alle hochgehen. Nee, die Yui wird überleben. Bliss, leg dich mal lieber hin. Ein DMR-Schuss und du bist tot. Hab ich aber auch schon gesagt. Naja. Oh doch, glaub mir. Der ist nicht so aimstark, glaub mal. Naja, eingezielter Schuss hinten aus dem Baum. 300 Meter auf den Punkt genau, Fadenkreuz auf deinen Kopf, du bist weg. Wir reden hier von Eskimo Joe, der kann das. Ist egal, selbst das kriegt einen Loop hin, Mann. Warte, ja, wenn du hier stehen. Ich stand da am SUV eine halbe Stunde fast, weißt du? Wird nachgeladen. Locker. Ja, wenn er da wirklich Painkiller brauchte, dann ist es ein bisschen beschissen. Aber hier hat er genug Zeit und du stehst. Er kann schön auf deinen Kopf ziehen. Ja, der ist von der hat doch gar keiner getroffen. Der hätte auch vorher schießen können. Ich hab da mindestens ein paar Sekündchen oder eine halbe Minute gestanden. Das heißt ja nicht, dass er jetzt nicht trifft. Ich sag, der trifft nicht. Falls er schießt. Also ich krieg dann die PKP von ihm, okay? Von wem? Von dir? Die geht mir so auf den Sack mit dem Gekrautsche da hinten. Sei still, Weib. Sei du still. Schon mal von Friendly Fire gehört? Ich schieße dir auf einen fetten Arsch. Alter, hast du einen fetten Arsch in der Jeanshose, Mann. Lucky muss ich gleich umdrehen gucken. Guck mal jetzt, die ist voll ihre Servite. Und
Leute, guck mal, seht ihr das? Ja, das ist die filigrane Grafik. Das ist nicht mehr normal. Ja, oh. Hey, jetzt hat er eine FN-Folge in der Hand? Wahrscheinlich. Der hat vorhin auch mit der FN-Folge geschossen. Vorhin hat er auch Blizzard mit der FN-Folge gekillt. Was? Mich hat einer mit der DMR gekillt? Nein. Das war Eskimo Joe. Der wurde Daniel mit der FN-Folge getötet. Einer wurde auf jeden Fall mit der FN-Folge getötet, das weiß ich. Und das war Scarlett. Vor allem, wie er ernsthaft glaubt, dass er einfach einstellen kann und sich verpissen kann, als wenn wir da nichts ausbauen. Von den ganzen, wenn wir hier nicht warten. Eigentlich müsste man die Feuerwehr so ein Stück wegfahren, kaputt schießen und dann kann er sich die brennend abholen. Bei Max so eine Garage setzen. Einen schönen Grill. Ein Grill, ja. Ein Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Davon gibt's übrigens eine Aufnahme, ne? Weiß. Ja. Und wir haben jetzt auch noch eine schöne Aufnahme. Mal wieder ein tolles neues Video. Haben wir ihn getötet, da? Ja. Wie? Toll. Ja. Hallo, er versucht dir eine Feuerwehr zu holen. Ja, die haben ihn geholt. Er war ja drin, er hat ja auch den Motor gestartet. Ne? Boah, da ist eine Kuh. Er tötet sie doch. Nein, wir schießen. Wissen schon die eh jetzt, dass wir oben auf dem Tower sind? Schon mal was zum Stellungswechsel gehört? Machen wir's? Nee. Denn die kriegen uns vom Turm eh nicht. Wie wollen sie denn schießen? Die müssen schon an uns rankommen, das ist unser Vorteil. Deswegen. Wer war das nochmal, wer meinte? Die Sniper Point oder so. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre der V-Router zu schießen von der Yui, der hier links von uns steht. Weil die ist noch ganz, ne? Ja. Die Mi nicht? Nee, die Mi ist kaputt. Oh, scheiße, ich sehe die nicht. Ich kann da nicht runterziehen. Und ich von auch nicht. Ah doch, wenn er ein Stück abhebt, dann kann man direkt rausschießen. Da läuft einer, rechts vom Lager. Oh. Warte, ich schneide mir gerade meine Nägel, Leute. Er blutet. Nicht dein Ernst, du schneidest jetzt nicht gerade die Nägel. LOL! Der Mike. Oh, sag doch, dass du hierher kommst. Mann. Oh, sowas musst du vorher ankündigen. Yo, Level 1. Guck mal, wie er sein Hi. Ey, warst du nicht hier noch Hero Level 2? Komm, wie scheiße er aussieht. Das sieht aus, wenn du ein Stirnband aufhast. Und guck mal, seine Lederleggings. Was siehst du scheiße aus, ey, schwarzer in den Klamotten. Beim nächsten Mal musst du wirklich sagen, dass du herkommst, weil wärst du einfach hochgerannt, hätte ich dich auch gerade niedergeballert. Das Geilste, anstatt dass er was sagt, wenn wir auf ihn schießen, weißt du? Nein, er sagt was, wenn er. Ja, der ist auch so komisch außen rum gesneakt, das sah komisch aus. Der läuft, wer? Schießt du drauf? Leute, das war ich. Also, Daniel, wenn du das nächste Mal hier hochkommst, sag einfach, du bist jetzt da. Oder du bist. Falls du doch mal hierher findest. Das war nicht schwer, aber jetzt weiß ich's. Das war geil. Weil wir sind gerade darauf programmiert, alles abzuknallen, was hierher kommt. Da muss man doch was sagen, wirklich, wenn er sagt, wenn einer schon sagt, Leute, da läuft jemand. Ey, er spielt doch nicht so lange Daisy, Keule. Aber trotzdem. Ist ja egal. Jetzt weiß er's. Aus Erfahrung lernt man. Oh. Bambi Kill. Ich hab 5 Magazine. Ja. Ach, trotzdem hast du hier so schön Skin, der gefällt. Ja, Blizzard, guck dir ihn doch mal an. Er sieht genauso scheiße aus wie du. Ja, aber Herr Schwarz, sieht aus wie ein Stürmband auf hat. Der Schwarz. Boah, das sieht so schön aus. Ah ja, ist gut. Hier hinten zu der Frau. Soll mal ein Bandit herkommen. Bandit könnte ich auch noch. Die Frau hat wenigstens. Jetzt geht er erstmal kuscheln, ey. Guck dir mal meinen Arsch an, ja, das ist ja fürchterlich. Ich glaube, das lässt er sich nicht einmal sagen. Ey, du weißt schon, dass ich das gerade aufgenommen habe, wie du gesagt hast. Guck dir mal meinen Arsch an. Der hat Kanten! Guck! Der hat Kanten. Siehst du da?
Ist das, glaube ich, der erste Olli, der zu dir sagt, guck dir mal meinen Arsch an. Nee. Sehe ich in der Hose dick aus? Ja. Zieh sie am besten aus. Das war der große Fehler, den ich gesagt habe. Ja. Egal, war mir egal. Habe ich einen dicken Arsch in der Hose? Ja. So, Lucky, du bist der Schwarze, mach mal ein bisschen Beatbox. Als ob. Ja, Lucky, ich würde mal sagen, wie viel Humanity hast du? 6340. Wie Minus hat mir denn den Alter? Blizzard, ich lock mich ja in 10 Minuten aus. Ich hab dir einmal Essen, Trinken, Morphine und Painkiller in den Rucksack gelegt, ja. Sollen wir Daniel noch so ein bisschen begleiten hier so? Ja, wenn er Bock hat, noch mit euch zu spielen, dann ja. Und wenn nicht, bin ich heute Abend um 3 wieder da. Alles klar. Alter, minus 500 Humanity, dankeschön. Beschwer dich nicht, du hast geschossen. Ich weiß, wer das ist. Ja, wie so ein Killgaller, hättest mich mal erschießen lassen, Mann. Ich hab 10.600. Ich hatte auch mal 13.000, aber. Jedes Mal kommt einer an und meint, er müsste auf mich schießen. Passiert, ne? Ich habe 5160. Ich hab nur einen Spitznamen für Grindel. Spitzärschchen. Was? Grindel, das heißt Griddle. Griddle, das heißt. Kantenarsch. Spitz. Kantenarsch. Nennen sie einfach Sweet McGriddle. Ich hab mal gerade vor die DBE hochgestellt. Was machst du da für Gymnastikübung? Bitte? Was machst du da für Gymnastikübung gerade? Ja. Auf 6000. Also ich habe einen Standard-Mac an der Waffe unten dran, das sieht aus wie ein G36, weil schwarz ist. Total unlogisch. Das ist, ich schieße übrigens gerade mit der, wie hieß der nochmal hier? Sag schon, die wir gefunden haben, 6 Stück. Die RCO. Oh. Die ist echt nice, Alter. Geil. M4A1 RCO. Also, wissen wir, was wir heute Abend zu tun haben? Wir werden heute Abend ein SUV suchen müssen. Welcher war denn deiner? Hä? Welcher deiner war? Oben im Industriegebiet war, wo wir Griddle gefunden haben. Nein, nicht wirklich gefunden. Auf der Hinfahrt sind wir irgendwie dran vorbeigegangen. Okay, was machst du da? Gegen die Wand laufen. Okay. Das sieht aus, wenn du keine Hose an hast. Corrupted Data. Ja, der ist sowieso, eigentlich mal der Hack. Und ich hab's sogar aufgenommen. Wenn du weißt, was Group Data 3 ist. Na, einfach, Zepra. Vielleicht hat er wieder viel zu viele Leute mit Eimer geportet. 3 zu viel. Winch. Scout ist eigentlich nur einer nach hinten rüber. Ja. Ich hab gedacht, unsere DMR-Frau macht das, aber die liegt da in unsere Richtung. Ja, die guckt gerade nach vorne. Spitzärschchen. Ach, Lucky, so gefällt sie mir. Ich mir nicht. Aber hast du ein neues Headset? Du hörst dich anders an. Nein, ich hab kein neues Headset. Deine Stimme hört sich besser an. Der Portal ganz schön wackt. Vielleicht das korrupte Data, was, wenn man was verändert. Ach. Manche Bäume entfernen oder so. Irgendwie sowas ähnliches war auch bei Bäume entfernen. So, na, an sich Pixel entfernen. Aus dem Spiel. Geh mal kurz auf Klo. Oh, Heli down. Aber schreib's jetzt bitte nicht, weil er kann's eh nicht lesen, wenn er gekickt wurde. Oh.
Das hast du bestimmt eingespeichert als Kurzweil-Taste, wa? Könnte ich mir eigentlich ein Bein zu machen, ja? Gute Idee. So, meine Nägel fertig geschnitten. Das lackiere ich. It's a story about drinking, dancing and finding a girl. Soll ich mal fragen, ob er es aufgegeben hat? Geh erstmal auf. Jo. User disconnected from your channel. Ja. Also die Pfeife kommt eh nicht mehr. Denke ich auch nicht. Wenn ihr dabei gehabt. Oh, ein Blutbag und eine Cola. Was? Der Trinken dabei gehabt. Ach, du bist unten also gerade, ja? Nee. Woher weißt du denn, dass er Trinken mit hatte? Kann von ihm sehen. Stimmt. Egal, er hat ein Backpack, das reicht ja. Und ein Blutbag. Liebe Leute, die ein Backpack haben. Ach, er hat einen Rucksack auch noch mitgehabt. Aber kann das sein, dass der Feuerwehrwagen so ein bisschen in der Mie gebackt ist? Nee. Nee, eigentlich nicht. Ich habe ihn ganz normal links daneben gefahren. Er sieht von hier oben so, ach ne, ist der Winkel, ja, sieht so aus. Ne, der ist nicht. Die steht weiter weg. Der ist da drunter. Wenn flieg ich sowieso, Yui. Hast du denn noch irgendwelche Sachen mit? Ja, letztes war mir denn der beste Heli. Das ist auch, aber ich hab auch Backpack snacken. Ja, wir haben alle Rucksäcke. Ja. Wir können irgendjemand im Fuß schießen. Ich lauf gerade die Treppe runter, ich will mir das Backpack. Aha, deine Waffe wurde made in USA, was ist los? Steht sogar drauf, USA. Oh, das können sie sich leisten? Nicht schießen, ja? Na, du sagst nicht, dass du hochkommst, also. Ich hab gar keins. Das hat ein Backpack. Woher soll er denn ein Backpack haben, Alter? Er ist doch gerade eben erst gespawnt. Oh, ein Bloodbag. Ja, wenn er ein Jahreslauf war? Das ist ein Einkaufszentrum, drei Eckhäuser. Da findest du alles, eine Schule ist da auch noch. Ja, okay, ja. Dann müssen wir nicht mehr erschießen. Ey, guck mal, da vorne ist ein Smiley drauf. Am Feuerwehrauto. Boah, nicht das Volvo-Zeichen wäre, ist ein Smiley drauf. So, bin wieder oben. Heli. Links von uns. Also, wenn ich jetzt rausgucke, links. Keine Crash-Zeit. Sehe kein Heli. Ne, ich jetzt höre ich ihn nicht mehr. Hm, da waren die Bots bestimmt. Wenn die über Kameni fliegen, hörst du sie ja ganz leicht. Ne, ne, der ist nicht über Kameni, der ist von Ekaterinburg so hochgekommen. Ja? Als ob er da hinten am Strand lang fliegen würde. Ne, das hört sich bestimmt besser an. Komm. Na, einer soll hinten gucken. Ach ja. Kantenarsch. Das ist Zackenarsch, ja, nicht Kantenarsch. Zackenarsch? Du guckst dir an! Dann nicht fünf, dann nicht! Hab ich das schon jetzt fünfmal angeguckt. Wir wollen uns deinen fetten, kantigen Arsch nicht angucken. Ist ja kantig, ey. Kann sie sich so auf den Stuhl setzen oder so? Dahinter. Jedenfalls. Ja. So, Jungs, ich muss mich jetzt verabschieden. Viel Spaß. Was hast du noch im Backpack? Irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Und ich hab alles, was ihr gebrauchen könnt, mir sagt gegeben. Wer bist du? Guck mal, wie sie in deinem Backpack geiert, Alter. Du weißt schon, dass man das sieht. Blizzard, pass auf, die will dir was klauen. Ich hab kein Backpack. Kann sie gerne. Ist nur Pankers. Ja, ja, du willst immer nur gucken. Picker, Mac. So, tschüss, Leute. Du hast wieder reingetan, beruhig dich.